Also ich weiß nicht, immer wenn ich ein Zeugnis mache, ist immer anders. Ich weiß, ich versuche mich immer vorzubereiten, aber irgendwie fängt es immer irgendwie an. Darum, ich erinnere mich an mein erstes Zeugnis, das ich geben musste. Es war sehr schwer für mich, ne, über meine Vergangenheit zu sprechen, über meine Momente zu sprechen, wo es mir nicht gut ging, über meine Vergangenheit, über die Sachen, die ich erlebt habe. Durch meinen Weg in der Gemeinschaft habe ich gelernt, dass der einzige Weg, mich zu befreien, der einzige Weg von der Heilung ist, die Wahrheit zu leben. Ne? Die Wahrheit zu leben und mich damit zu konfrontieren und in Einklang mit Gott zu bringen. Weil früher war ich weit entfernt von Gott. Meine Eltern, die waren, also ich bin katholisch aufgewachsen, bin in Deutschland aufgewachsen. Meine Eltern sind früher vom Krieg geflüchtet hier in Bosnien-Herzegowina in den 90er Jahren. Und so war es für mich immer schwer, manchmal mich zu integrieren. Also nicht nur draußen im Leben, sondern auch in meiner Familie, da meine Familie immer viel gearbeitet hat. Ne? Mein Vater und meine Mutter, die hatten ein Restaurant, ein Hotel, waren immer sehr, sehr, sehr viel beschäftigt. Ne? Von montags bis sonntags, nie einen Tag frei. Und so kann ich sagen, dass wir wenige Momente bei uns in der Familie hatten, wo ich einen Zusammenhalt gespürt habe. Ne? Meine Schwester, die ist, als ich jung war, schon weggezogen nach Kroatien, weil sie studieren gegangen ist. So bin ich mehr oder weniger alleine aufgewachsen. Ich erinnere mich an die Momente, ich denke mal, meine ersten Wunden, die ich als Kind hatte, war, dass ich immer auf meine Eltern gewartet habe. Die kamen immer abends spät nach Hause, also um 11 Uhr oder so, und ich habe immer angerufen, wann kommt ihr? Und ich merke schon da hat sich irgendwie, in mein Herz haben sich so die ersten Ängste mit eingeschlichen. Ne? Aber ich habe immer gelernt, Sachen gut zu verstecken, ne? Sachen gut zu verdecken. Nicht zu zeigen, dass ich schwach bin, ne? Nicht zu zeigen, dass ich Angst habe. Ne? Und darum habe ich die Sachen immer in mir getragen und nie mitgeteilt. Ich kann sagen, dass meine Eltern mir immer versucht haben, sehr viel Liebe zu vermitteln, mich immer zum Glauben zu motivieren. Aber da der Glaube nicht so praktiziert wurde und dieses Familienleben und diese Liebe, weil an erster Position immer die Arbeit stand, hatte ich immer schlechtes Gefühl, ne? Immer zu Hause zu sein, habe viele Situationen gesehen mit meinen Eltern. Und mein erster Wunsch war immer, halt von zu Hause wegzugehen, ne? Mein Leben selber in die Hand zu nehmen. Und das habe ich dann auch gemacht. Mit 16, knapp 17 Jahren bin ich halt von zu Hause weggezogen und habe dann versucht, halt selber im Leben halt mein Leben in die Hand zu nehmen. Habe angefangen, die Schule abzuschließen. Ich wollte eigentlich immer studieren, aber mein Vater hat mich auf eine Privatschule geschickt für die Gastronomie. Und so habe ich immer ein Leben gelebt, das immer mit Druck und Stress verbunden war, ne? Weil ich diese Atmosphäre, dieses Ambiente damit immer verbunden habe. Und auf einer Seite habe ich das immer sehr, sehr schwer halt gelebt, ne? Diese Situation. Als ich dann halt draußen in die Welt gegangen bin, war ich eigentlich auf einer Seite glücklich, weil ich habe ja gedacht, so, jetzt bin ich endlich frei, kann machen, was ich will. Und so habe ich dann angefangen, im Berufsleben halt Vollgas zu geben und hat auch gut funktioniert. Also auf dem Karriereweg ging ich schnell nach oben. Ich bin in jungen Jahren schon in die Schweiz gezogen, nach Zürich, habe dann im Eventbereich gearbeitet und da hat dann angefangen, mein Leben sich etwas zu verändern. Also eigentlich sehr viel. Ich habe angefangen, meinen Charakter sehr viel zu verändern, da ich immer mehr Gier hatte nach mehr. Also ich wollte immer mehr erreichen, mehr Geld verdienen. Und mein Ego ist sehr gewachsen. Ne? Ich habe mit 16 Jahren angefangen, natürlich Alkohol zu trinken, auf Partys zu gehen. Ersten Konsum mit Gras, ne? Mit härteren Drogen, Ecstasy, Kokain. Das war für mich immer halt, war normal. Ich bin rausgegangen, feiern, habe halt Geld verdient. Und war immer normal. Ich habe nie gedacht, dass irgendwann mal zum Problem wird. Da ich das immer eigentlich unter Kontrolle hatte, habe immer Geld gut Geld verdient und von außen sah mein Leben eigentlich super aus. Ne? Kein Problem. Als ich dann nach Zürich gekommen bin, in die Schweiz, habe ich dann angefangen, viel Geld zu verdienen. Und ich habe halt gemerkt, dass die ganzen Probleme, die ganzen Wunden, die ich in meinem Herz hatte, dass ich die mit in meinem Leben mit mir mitgezogen habe und dass ich die irgendwie kompensieren musste. Und ich habe zum Kompensieren habe ich viele Sachen genommen. Ne? Habe ich die Droge, ich war also stark drogenabhängig, alkoholabhängig, arbeitssüchtig. Ich habe angefangen mit 25 selbstständig zu werden mit meinem besten Freund. Wir hatten ein Catering-Unternehmen und hat sehr gut funktioniert. Aber ich habe dann auch jeden Tag 15, 16 Stunden gearbeitet. Und das war der Moment, wo ich in den Teufelskreis gefallen bin.
Das war der Moment, wo ich total die Kontrolle verloren habe, ne? Die Kontrolle. Ich habe dann immer Drogen genommen zum Aufstehen, zum Einschlafen, zum Arbeiten. Und war sehr schwere Zeit für mich. Ne? Durch meinen Stolz, den ich aufgebaut habe und die Masken, die ich getragen habe, weil ich war mit jedem immer anders. Mit meinen Eltern war ich immer gut drauf, mit meinen Freunden war ich so drauf, mit den Klienten war ich so drauf. Und ich habe vergessen, wer ich selber bin. Also ich habe mein eigenes Ich verloren. Und in dem Moment hatte ich keine Kraft dazu, um Hilfe zu fragen. Ne? Weil ich wollte nicht, dass mein ganzes Projekt, alles, was ich mir aufgebaut habe im Leben, auf einmal zusammenbricht. Und das war der Moment, wo ich den Boden berührt habe, würde ich sagen. Also wo ich keine Kraft mehr hatte zum Aufstehen, wo ich die Tage, an denen ich frei war, einfach das Haus nicht verlassen habe und keine Lust mehr zu leben hatte. In dem Moment habe ich wirklich nach einem Wunder gefragt. Meine Mutter hatte mir, bevor ich selbstständig wurde, hat sie mir die Bibel geschenkt und das Buch vom heiligen Augustinus, die Bekenntnisse. Und ich habe das Buch immer weggelegt. Also ich habe es nie angefangen zu lesen. Aber nach einer Zeit, wo ich dann zu Hause war, habe ich angefangen zu lesen und so habe ich mich in ihm selber wiedergefunden. Ne? Also in einem Menschen, der verzweifelt war, voll von Materiellen, von der Gier und von irgendwas gezogen war und sich danach also zugrunde gegangen ist. Und aber danach am Ende halt die Bekehrung in Gott hatte. Und ich habe gedacht, dass nach Psychologen, den ich hatte, 3 Jahre, nach Therapien, nach Krankenhäusern, wo ich Detox gemacht habe, oft, es ist einfach aufzuhören, ne? Aber es ist immer schwer, nicht wieder anzufangen, habe ich die Hilfe in Gott gesucht. Und Gott habe ich in meiner Mutter gefunden, weil meine Mutter nie aufgehört hat, für mich zu beten. Meine Mutter hat mich einfach für eine Pilgergruppe angeschrieben, also wie sie jetzt, so 50 Personen waren das. Und die hat dann gesagt, du gehst nach Medjugorje. Ich habe gedacht, so, ich gehe niemals nach Medjugorje, weil ich habe ja nicht geglaubt und dass Mutter Gottes erscheint und alles. Ich hatte andere Sachen im Kopf. Und, aber in dem Moment habe ich irgendwie meiner Mutter vertraut, weil sie war immer eine Person, also mein Vater auch, aber mit meiner Mutter hatte ich immer eine bestimmte Bindung. Und so habe ich mein Vertrauen in sie gesetzt und bin nach Medjugorje gegangen. Und ich kann Ihnen sagen, das war sehr, sehr anstrengend. Also ich weiß nicht, ich kam zum Busbahnhof hin und dann haben die schon auf mich gewartet und dann waren jüngere Leute dort, 25 bis 35 Jahre. Und ich war der Einzige, der Kroatisch sprechen konnte, weil die waren alle aus Deutschland, mehr oder weniger. Und die haben mich dann empfangen mit so Liedern vom Heiligen Geist und alles. Ne? Und dann haben die gesagt, wir beten jetzt einen Rosenkranz erstmal. Und ich habe mich einfach nach hinten gesetzt, habe mir ein paar Bier geholt, Kopfhörer rein und habe ich gesagt, so, jetzt schalte ich aus. So, dann kam der zu mir und hat gesagt, ja, Antonio, du kannst ja Kroatisch sprechen, vielleicht kannst du uns ja helfen, hier in Medjugorje, ne, zu kommunizieren, zu übersetzen. Da habe ich gesagt, so, boah, ich wollte einfach meine Ruhe haben und da habe ich den Salat. Ne? Jetzt auf einmal musste ich da irgendwie mitspielen, weil ich habe gedacht, ich komme hier hin, nehme mir ein anderes Hotel. Also mein Plan war so, dass ich hier hinkomme, ich nehme mir ein anderes Hotel, ne, bleib dann da und reise hier ein bisschen rum und so. Ne? Und dann fahre ich zurück und sage meiner Mutter, ja, war toll und wieder was vorspielen. Also wieder anfangen, diese Kombination zu machen, dieses Manipulieren und wieder Lügen und alles. Also ich habe schon einen ganzen Plan gehabt. Und der Plan ist dann, als ich hier ankam, hat sich das alles verändert. Ne? Es kam ein Priester zu mir und er hat gesagt, ihr müsst euch alle vorstellen im Bus. Und sind alle aufgestanden, ne, nacheinander, haben gesagt, ja, ich mache das und studiere das und meine Familie und alles. Und irgendwie in dem Moment, irgendwas hat mich dazu bewegt, die Wahrheit zu sagen. Ne? Ich weiß nicht was, weil eigentlich war ich immer in meiner Vergangenheit ein Mensch, der immer versucht hat, irgendwas zu kombinieren, irgendwas darzustellen, was nicht ist. Aber irgendwas in mir drin hat gesagt, so komm, sag einfach, was los ist. Und ich bin aufgestanden und habe dann halt den Menschen gesagt, dass ich ein starkes Problem habe und dass das meine einzige Chance ist, dass ich irgendwie mein Leben wieder in die Reihe kriege und dass ich unglücklich bin und traurig bin und dass ich meine letzte Hoffnung in Gott setze. Und das war ein Moment für mich, der war sehr, sehr speziell, weil ich das eigentlich nie gemacht habe. Und der hat mir ein gutes Gefühl gegeben und mir den Mut gegeben, länger mit der Gruppe zu bleiben und dem Ruf zu folgen, den ich gespürt habe. So, dann alles, ne, gemacht, Erscheinungsberg, Kreuzberg und Beten, Heilige Messe, Anbetung, alles. Dann ich, okay, hab nicht
weiß nicht, ich habe auf jeden Fall Frieden gespürt, habe auf jeden Fall gespürt, dass ich keine Drogen genommen habe, habe nicht so viel getrunken, oder ein bisschen schon, ne, damit ich das schaffe. Aber am Ende des Tages hat mir der Priester, der hat mich diese 2 Wochen vorbereitet auf eine Lebensbeichte. Und ich hatte dann diese Beichte gemacht und das war für mich, weiß nicht, wenn ich jetzt darüber nachdenke, das war eine Befreiung für mich, weil ich nie gespürt habe, dass nach all dem, was ich gemacht habe, dass ich Vergebung spüren kann. Und das war ein sehr spezieller Moment für mich, weil genau nach der Beichte haben die im Auto, im Bus gesagt, ja, wir gehen jetzt zu Cenacolo. Und ich wusste nicht, was Cenacolo ist. Ich habe gedacht, es wäre ein Restaurant oder was zu essen. Ne? So sind wir da angehalten hier oben. Ich bin dann ausgestiegen und hier in das Gebäude gegangen. Ich war in der großen Halle da und habe mir dann ein Zeugnis angehört von 2 Jungs. Und am Anfang wusste ich nicht, was hier ist. Die haben dann halt ein bisschen geredet. Dann habe ich schon gemerkt, so, okay, hier sprechen Leute, die haben bestimmte Probleme, Drogen oder das. Und die sind dann hier in der Gemeinschaft und beim Beten die ein bisschen und dann gehen die raus. Und aber als sie dann angefangen haben zu reden, habe ich mich halt selber darin wiedergefunden. Ne? Habe halt selber nicht nur von der Abhängigkeit, allgemein von den Gefühlen, die die Jungs früher gelebt haben. Und ich war ein bisschen, weiß ich nicht, so eifersüchtig, weil, nicht eifersüchtig, aber ich habe immer nach dieser Freiheit gestrebt. Ne? Also mich zu befreien von den Problemen, die ich lebe und damit offen umzugehen, ne? Darüber zu sprechen. Und vielleicht auch irgendwann mal dazu in der Lage zu sein, jemandem zu helfen oder wirklich geheilt zu sein davon. Und darum hat mich das interessiert. So habe ich nach dem Zeugnis bin ich zu den Jungs gegangen, habe dann mit anderen gesprochen und wollte halt wissen, wie das hier ist. Habe dann Fragen gestellt nach dem Zeugnis, wie hier der Tag und so abläuft. Dann haben mir die das erklärt und habe ich gedacht so, ja gut, das würde ich niemals machen. Ne? Also ich habe gesagt, so, okay, ein Leben verändern, ja, aber hier in die Gemeinschaft gehen, niemals. Ne? Also niemals. Weil die haben dann gesagt, die beten 3 Rosenkränze am Tag, ne? Dann gibt es 3-4 Mal in der Woche Heilige Messe, dann gibt es Anbetung, dann gibt es den Rosenkranz der Barmherzigkeit, dann gibt es ja noch diese 1000 anderen Gebete. Ne? Und dann haben die gesagt, die haben keine Handys, ne? Man kann nicht immer rausgehen, wann man will, man muss sich an Regeln halten. Ich weiß nicht, man kann nicht rauchen, also die ganzen Sachen, man muss seine Wäsche mit der Hand waschen. Ne? Also ich habe gedacht, so, ich will nicht Priester werden, ne? Ich will einfach nur was Normales. Und bin dann mit dem Gedanken, also mit dem Input, den ich hier bekommen habe, bin zurückgefahren im Bus und ich weiß, ich habe gespürt, dass ein Ort, an den ich Abstand nehmen kann. Ne? Mein erster Gedanke war, okay, da kennt mich keiner, ich bin weg von allen. Und vielleicht schaffe ich das irgendwie, was mit Gott aufzubauen. Weil ich habe immer gehört, als die Priester gesprochen haben, die sagen immer, man muss sein Herz für Gott öffnen. Und meine Frage war immer, wie soll ich mein Herz für Gott öffnen? Ne? Ich habe keinen Schlüssel, ich weiß nicht, wie das geht. Ne? Alle sagen, das ist so einfach, aber ist nicht so einfach, weil das erstmal zu verstehen ist sehr schwer. Aber irgendwie habe ich mich danach gesehnt, weil ich habe Leute gesehen, die berührt sind vom Heiligen Geist, die berührt sind von Gott, wie meine Mutter und wie die das leben. Und ich habe mich danach gesehnt, aber ich habe es nie geschafft, diese Verbindung zu bekommen. Und auf dem Rückweg habe ich dann mit mir selber so einen Kampf gehabt. Ne? Soll ich eintreten oder nicht? Soll ich das alles stehen lassen? Und es ging dann noch ein halbes Jahr so weiter und bergab. Und dann mein bester Freund, der hat mich dann hier hingeschickt, weil er hat gesehen, dass ich nicht mehr kann. Und er hat mir dann geholfen, in die Gemeinschaft einzutreten. Bin dann zu meinen Eltern nach Kroatien gegangen, die da jetzt leben. Und die haben mir dann geholfen, mich vorzubereiten, in die Gemeinschaft einzutreten. Dann, als der Tag soweit war zum Eintritt, war es für mich sehr schwer, weil ich musste mich von allen Materiellen lösen, all dem, was ich aufgebaut habe im Leben. Und ich war sehr, sehr daran gebunden. Ne? Und, aber ich habe mich am Ende dafür entschieden, einzutreten. Und ich kann Ihnen sagen, es war nicht einfach. War nicht einfach, aber das gute Gefühl war, dass ich das erste Mal in meinem Leben wirklich was versucht habe für mich zu machen und mir selber zu helfen. Und in die Gemeinschaft eingetreten, das ist jetzt nicht so, also ihr tritt jetzt in der Gemeinschaft ein und dann könnt ihr machen, was ihr wollt und ihr seid dann frei und ihr könnt euch dann so bewegen und alles. Am Anfang muss man eine Prozedur durchlaufen. Man kriegt dann am Anfang einen Jungen an die Seite, der wird der Schutzengel genannt und der bleibt mit einem so 1 Monat, 2 Monate, wenn man ein bisschen problematisch ist, auch 3 Monate. Und der bleibt den ganzen Tag mit einem. Also 24 Stunden, 7 Tage die Woche. Und man muss halt mit dem bleiben. Ne? Ob man jetzt schlafen geht, der schläft dann
unter einem, weil man muss oben schlafen, weil man muss ja demütig sein. Wenn man reinkommt, darf man nicht so sagen, ja, ich weiß alles, mach das so, mach so. Man muss halt lernen, demütig zu sein. Ne? Also andere zu akzeptieren, andere um Vergebung zu fragen und in Stille zu bleiben. Ne? Und das war für den Charakter, den ich hatte, extrem schwer. Weil mein Schutzengel war 19 Jahre alt und der war Holländer. Ne? Also ich war 29, als ich in die Gemeinschaft eingetreten bin. Und auf einmal war ein 19-Jähriger für mich verantwortlich. Und ich war, also es war sehr schwer für ihn, ne? Aber ich habe nur an mich gedacht. Also ich habe den die ganze Zeit, bin ich den auf die Nerven gegangen, habe gesagt, nee, das mache ich nicht. Habe den die ganze Zeit gedacht, dass ich was Besseres bin, mehr Lebenserfahrung habe. Und ich kann also jetzt diesem Jungen danken. Ne? Ich kenne ihn immer noch. Ich habe auch, der ist schon ausgetreten aus der Gemeinschaft. Der ist jetzt schon 24. Und ich kann ihm mein Leben verdanken, diesen Jungen. Ne? Und das liegt daran, dass er durch die Gemeinschaft verstanden hat, worum es geht. Dass er durch die Gemeinschaft mir beigebracht hat, was in Wirklichkeit mein Problem ist. Das erste Mal, wenn man mich sieht und wenn ich jetzt spreche, dann denken ja alle so, ja okay, vom Antonio ist das Problem die Droge, die Arbeit, der Alkohol oder das. Nee, nee, das Problem ist unser Herz. Das Problem ist die Wunden, die wir in uns tragen. Und das Problem ist, dass wir keine Sache finden, um diese zu heilen. Wir versuchen, die mit den falschen Sachen zu heilen. Ich habe das mein Leben lang versucht, 12 Jahre lang. Habe das versucht, habe das andere versucht, habe dies versucht, habe es mit Erfolg versucht, mit Geld versucht, mit Freunden versucht, mit das versucht. Aber es funktioniert nicht. So habe ich halt gelernt, dass ich viel länger in der Gemeinschaft bleiben wollte. Weil mein Plan war erst, 3 Monate zu bleiben. Ne? Also 3 Monate nicht konsumieren, jeden Tag 3 Rosenkränze, manchmal heilige Messe. Danach steht man ja gut da, warum soll ich dann hier länger bleiben? Ne? Aber um Wunden zu heilen, braucht man Zeit. Es geht doch um die Einstellung, die wir im Leben haben. Und darum habe ich halt in der Gemeinschaft gemerkt, was wirklich wichtig ist. Ne? Ich habe in der Gemeinschaft gemerkt, was wahre Liebe ist. Ne? Durch die anderen Brüder, die hier mit mir leben. Wir sind hier in dem Haus 50 Leute, mehr oder weniger, also manchmal auch 60. Wir kommen aus 16 verschiedenen Nationen im Moment. Also von überall, aus Südamerika, Mexiko, sogar Panama, Polen, Slowakei, Italien, Spanien, Deutschland, alles gemischt. Und wir sprechen auch alle, wir müssen alle Italienisch hier lernen. Ne? Darum hapert es bei mir gerade mit dem Deutsch, weil ich spreche die ganze Zeit Italienisch hier. Und es ist echt ein Wunder, dass das hier so funktioniert, weil wenn man sich die Geschichten von jedem von uns anguckt, der jeder eine andere Geschichte hat, merkt man eine Sache, dass nach einer Zeit wir gelernt haben, zusammen zu leben. Und dass unsere Vergangenheit nicht wichtig ist, weil wir durch das Gebet und durch das Zusammenleben versuchen, die Wahrheit miteinander zu leben. Die Wahrheit miteinander zu leben ist nicht einfach, wenn du jemandem die Wahrheit sagst. Wenn du lernst, ein wahrer Freund zu sein. Ne? Ich habe früher immer oberflächliche Beziehungen geführt. Ne? Immer nehmen und geben oder mir Leute gesucht, die das gleiche Hobby, die gleiche Meinung haben. Aber hier auf einmal war ich konfrontiert mit Leuten, mit denen ich zusammenarbeiten musste, monatelang. Und mit denen ich nicht zurechtkam. Also mit dem die Chemie nicht gestimmt hat. Ne, der hat andere Interessen, der ist anders, der ist stolz, ich bin stolz. Aber ich habe halt gelernt, dass das auch ein großes Problem von mir war, ne? Mein Stolz. Dass ich nicht gelernt habe, den Nächsten zu lieben. Den Nächsten zu lieben habe ich hier erst gelernt. Hier habe ich gelernt, nicht zu verurteilen. Ne, früher habe ich wie aus der Pistole geschossen. Ne, der ist schuld, meine Mutter ist schuld, mein Vater ist schuld. Der ist so, der ist so, der ist so. Alles diese Ausreden, die man sich selber in den Kopf setzt. Hier habe ich halt gelernt, wirklich das erste Mal im Leben jemanden um Vergebung zu fragen. Ne? Halt zu jemandem hingehen und sagen, ey, tut mir leid, man. Gestern habe ich was falsch gemacht, ne? Gestern habe ich dich verletzt, ich war gestern stolz. Auch wenn man nicht recht hat, ne? Es gibt ja 1000 Situationen im Leben, wo ich schon mit meinem Vater Situationen hatte, wo ich wusste, dass ich recht habe, aber ich habe das immer bis zum Maximum rausgespielt, bis ich wusste, dass er reagieren wird. Und dann habe ich ihn noch als Täter halt dargestellt. Ne? Also das ist alles, sich für das Schlechte entscheiden. Weil sich für das Schlechte im Leben zu entscheiden, ist immer der einfache Weg. Immer. Sehr einfach, Menschen zu verletzen mit Wörtern. Ein Wort muss man sagen, hat man jemanden verletzt. Heutzutage in Klassen. Heutzutage haben wir hier einen Jungen auch, der ist jetzt eingetreten vor 2 Wochen. Der ist eingetreten, weil er gemobbt wurde und sich total verschlossen hat. Der hat gar keine Möglichkeit, sich zu öffnen, weil er verletzt wurde mit Wörtern. Ne? Aber das Gute zu machen im Leben ist anstrengend. Ne? Jetzt bin ich Schutzengel. Ich habe, glaube ich, 30 Mal Schutzengel gemacht, seitdem ich hier bin.
Und da kamen Jungs, die waren 16. Manchmal habe ich Schutzengel für einen gemacht, der 45 Jahre alt war, der schon Kinder hatte, der eine Familie gegründet hat. Und ich musste für ihn verantwortlich sein. Ne? Ich musste ihm Liebe vermitteln. Und so habe ich gemerkt, dass das Mutter Elvira verstanden hat früher. Mutter Elvira war eine sehr weise und intelligente Frau. Also sie hat gemerkt, was wichtig ist im Leben, welche drei Säulen sehr wichtig sind im Leben. Ne? Die Wahrheit zu leben, die Beziehung zu Gott zu haben und diese dann halt zu leben, in die Praxis zu leben. Ich werde jetzt in einem Monat austreten aus der Gemeinschaft. Ich bin jetzt 4 Jahre in der Gemeinschaft und ich war jetzt auch eine längere Zeit zu Hause, also einen Monat. Und bin dann in meine alte Stadt zurückgegangen, war da einen Monat. Und ich kann sagen, es war also Emotionen von Gefühlen. Als ich im Bus war und dahin gefahren bin, war ich ein bisschen nervös, weil ich wusste nicht, wie ich das annehmen werde, dahin zu gehen. Aber ich kann sagen, dass mir die Gemeinschaft sehr viel Halt gegeben hat, weil ich gelernt habe, die Instrumente hier zu nutzen. Ne? Weil nach der Gemeinschaft ist in der Gemeinschaft, weil die fängt erst an nach der Gemeinschaft, weil draußen, wir wissen alle, wie das Leben ist. Ne? Es gibt viel Tentation, es gibt viele Sachen, die einem angeboten werden. Es ist leicht, wieder enttäuscht zu werden. Es ist leicht, wieder zu manchen Sachen zu greifen, die dir dann wieder diese Leere stopfen, aber keine Lösung sind. Und so habe ich mich auch dafür zu entschieden, also in meiner Stadt halt ein Zeugnis zu geben, also über mein Leben zu sprechen. Und es war sehr gut. Also ich habe sehr viel, kann ich sagen, also die Leute respektieren das. Und das gibt mir halt diese Freiheit. Ne? Also wenn ich jetzt wieder zurückgehe, ich fühle mich halt frei. Also alle kennen meine Geschichte. Ich muss nicht irgendwie jetzt, ja, ich habe das gemacht und das und ich war in einer christlichen Gemeinschaft. Am Anfang habe ich mich davor geschämt, ne? Dass alle denken über meine Eltern, ihr Sohn ist drogenabhängig oder dass alle denken, er hat es nicht geschafft. Aber im Endeffekt haben alle Angst davor, die Wahrheit zu leben. Ne, das habe ich gemerkt. Also wenn man Leute damit konfrontiert, dann finden die das so manchmal, wow, der holt jetzt zu viel raus. Aber ich kann sagen, dass mir das Freiheit gibt und mir diese Angst nimmt, die ich immer hatte. Und darum kann ich halt bezeugen, dass wirklich die Gemeinschaft halt mein Leben verändert hat. Und nicht nur auf eine Art und Weise ein bisschen, sondern halt hier drin. Und das ist für mich sehr wichtig und auch für die Leute um mich herum. Weil meine Familie war, würde ich sagen, war nicht gut, die war zerstört. Aber durch den Weg, den ich hier gegangen bin, hat sich auch meine Familie halt wieder vereint. Und darum kann ich dafür halt nur Mutter wieder danken, ne? Dass eine Person in 40 Jahren über, weiß ich nicht wie viele tausende Menschen das Leben verändert hat. Ne? Eine Person, eine Frau, eine Ordensschwester, die mit 45 Jahren damit angefangen hat, also süchtigen Leuten früher die alte Schule, ne, also nicht jetzt wir, mit diesen, also dass die Leute halt genommen hat und mit ihrem Glauben halt alles verändert hat. Ne? Also das ist unglaublich. Also wenn ich nur daran denke, wie schwer es mir fällt, für einen jungen Schutzengel zu sein und dem jeden Tag zu helfen, jeden Tag geduldig zu sein, jeden Tag dem zuzuhören, jeden Tag an seiner Seite zu sein, über seine Probleme zu sprechen, für ihn da zu sein, dann nur das Vorstellen über Tausenden von Personen, also dann kann ich nur sagen, dass das Gottes Werk ist und das liegt daran, dass, also wenn es nach mir geht, für Mutter wieder ist eine heilige Person. Und sie ist jetzt letztes Jahr in den Himmel gegangen, wie wir hier sagen, nach 40 Jahren Gemeinschaft. Und ich habe sie persönlich nie kennengelernt, weil sie schon krank war, sie konnte nicht mehr reden und alles. Aber ich lebe halt mit Menschen zusammen, die mit ihr halt früher durchs Leben gegangen sind und die haben alle ein bestimmtes Charisma, diese Menschen. Also auch sie, wie ich das höre. Und darum gibt mir das auch Kraft, also beharrlich zu sein in meinem Leben und mich für das Gute zu entscheiden. Ja. Jetzt rede ich nicht zu viel, ich habe schon zu viel geredet, wenn ich einmal anfange. Darum gebe ich das Wort an Igor und danke, dass Sie zugehört haben und nicht eingeschlafen sind. Ja.